Moin moin und herzlich willkommen hier bei Going Medieval. Wir haben ja zuletzt das Gebäude hier gebaut. Dann festgestellt, dass wir, Moment, ganz genau gesagt, null Kalkstein irgendwo haben. Wir könnten es abbauen. Oh, ist hier bestimmt noch Kalkstein. Aber ich hatte ja einfach mal jemanden losgeschickt, und zwar Wayne, den hier. Der geht nach Dunwich. Festgestellt, ich bin clever. Nach drei Eintöpfe, drei Tiere, noch kein Geld. Das bringt nicht viel. So ist dann nochmal eine Karawane losgerannt mit Sternchen. Hier nach, genau, Wakombi. Dort vielleicht ein bisschen Material zu holen. Und währenddessen ist mir aufgefallen, erstens, dass die Wahl für dieses, für diese Weidentür nicht mal die schlechteste war. Sieht gar nicht so dumm aus. Bin ich jetzt der Meinung. Die andere Sache ist, mir ist aufgefallen, wie wollen die jemals hier dieses Dach bauen? Müssen wir ein bisschen helfen. Sonst kommen die Nieder hoch und ja, damit bringt uns auch null. Die Seite ist ja auch noch. Also wird das am Ende wieder so eine Sache, dass man da diese Baugerüste doch wieder abreißen muss danach. Also das Problem, dass ich dran denken muss. Na, wohl, man könnte Anna jetzt einfach mangeln lassen. Dann steigen die Skillpunkte eh irgendwann. Ich meine, noch ist. Löwe. Wunderscroll. Inzwischen steht es zumindest unter einem Dach. Das ist doch schon mal super. Also es stand ja selbst hier noch im Freien das letzte Mal. Das heißt, es hatte in dem Augenblick gar nichts gebracht, das von hier oben darüber zu schleppen, aber ein Dach drüber. Jetzt geht das schon mal schneller. Ist nur noch die Frage, was baut sie da jetzt? Ja, die gewünschte Kettenrüstung. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen dann. Ja, ein einsamer Reisender. Gut, die machen den Boden hier drin. Wir kommen jetzt auch wieder da hoch. Perfekt. Kann jetzt auch das komplette Dach gemacht werden. Das fiel mir jetzt gerade so ein. So. Müsste dann mal irgendwo, ne? Jetzt kommen die ja nicht ran. So, Alfred ist natürlich wieder das Schnellste. Ja, den Wolf mit, ja. Ich würde das mal probieren mit so einem Wolf. Vielleicht. Dafür müsste Alfred erstmal da sein. Nein, in der Zeit. Sternchen ist fast da und Wayne auch. Also daher ist er ganz schön langsam. Oder 10 Punkte.
Warum misslung? Ja, hier ist ja noch jede Menge Holz. Oh. Also hier haben sie ja noch ordentlich zu tun. Eigentlich warte ich jetzt nur, dass die Karawanen endlich am Ziel sind. Müsste jetzt gleich aufploppen. Sag ich doch. Das ist Stand. Das ist erstmal das, wo wir was kaufen können. Hoffentlich. Wenn es da was gibt. Oh, ich kaufe jetzt Hühner. Sieht nicht danach aus. So. Gewichtstechnisch natürlich immer wieder schön. Hm? Gut, Silber brauchen wir nicht kaufen. Naja. Bekommen Sie mal die ganzen 300. Na, bestört er nicht. Zack. Der Einkauf war jetzt nicht so prickelnd. Dann schauen wir mal. Reinhard. Bitte lass die jetzt keinen Kalkstein haben. Nein, die haben auch noch Kalksteinziegel, also bringt uns das gar nichts. Kommt er auch zurück? Alfred ist jetzt da. Wow. Nee, Jeffrey, warte mal. Hölzerne Fallen würde er uns anbieten. Bringt uns eher nicht so viel. Keine Kräuter mehr. Okay. So, ein bisschen Rübensamen. Jetzt ist jetzt ganz einfach mit dem Wolf. Kann nur schief gehen. So, ein bisschen Bienenwachs und geht das. Ich kann sagen so, und dann sperren wir den Wolf gleich hier hinten mit rein. Ja, vielleicht nicht die cleverste Idee. Nicht mit drin. Ja, fast. Nimm den mal da raus und dann. Das ist jetzt nur temporär, muss man dazu sagen. Braucht er noch?
Benarek, du dürftest auch mal was hier bauen. Na, das müssen wir jetzt ein bisschen schneller machen und dann. Und da kommt uns immer hin. In die Hände, zack, die nehmen wir gleich mit. Oder du bist auch schön hier. Geben ist schon von dahin. Mal vergeben, das da. Hat oder hat das gleich mal nicht auf die Reihe bekommen? Komm her. Nee. Da ist das nächste. Das sind jetzt nicht unbedingt die besten Bauer, die wir hier haben, aber. Ja, doch, teilweise. Das bitte noch. So, Tiergehege, ja, dazu bräuchte man Zäune. Hm? Ich denke, ein Wolf bräuchte eher. Da. Ja, gut. Ein Wolf braucht eher Tierfutter, ne? Zack, 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 zack. Zack. Einen Bären brauchen wir da drin auch nicht. Also eigentlich nur Wölfe. Gut. Nun schauen wir erstmal. Wo ist denn unser Wolf? Ziege, Ziege, Ziege. Wolf. Jetzt streift das mal nur rum. Müsste vielleicht mal am Strick gezogen werden. Mal schauen. Ich meine, seine. Der hört man ja im Hintergrund. Da ist er. Sollte hoffentlich funktionieren. Zumindest, dass wir ihn erstmal hier in dem Gehege haben. Er kriegt dann später ein besseres und ein anderes. Wo gibt es eigentlich bei den Wildtieren auch
irgendwie vielleicht noch einen jungen Wild, ja, nee, Wolf. Versuch den mal zu zähmen. Ja. Genau. So, damit haben wir heute gemerkt, renne niemals los, ohne Geld zu haben. Denn sonst kannst du dir nichts kaufen, wenn du mit einer Karawane unterwegs bist. Selbst wenn du Geld oder Bienenwachs in dem Fall hast, bringt dir das auch nicht immer was. Ganz wichtig, wenn wir schon nichts kaufen konnten an Bienenwachs, sollte man hier vielleicht mal was abbauen, ne? Würde ja Sinn machen. Genau. So. Und dann müssen wir beim nächsten Mal wieder schauen, dass wir irgendwo Kalksteinheim bekommen. So, und mal schauen, was wir mit dem Wölflein machen. Heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.